Servus, Grüezi und Hallo, die Cars wieder da zu einer neuen Folge von Chrono Trigger DS und heute habe ich etwas mitgebracht. Und zwar die sogenannte Arena. Die Arena ist etwas relativ Neues. Was ist das hier für ein Ort? Oh, es ist dein erster Besuch hier. Ja, das sieht so aus. Willkommen in der Arena der Zeitalter. Dieses Kolosseum beinhaltet Kämpfe zwischen Monstern aus allen Zeiten. Ich bin der Stallmeister. Komm her. Komm rüber hier. Wer wollt ihr? Möchtest du einen Rundgang zu diesem Platz? Aber sicher. Nun, da... Dies sind die Monsterställe. Wir machen sie stark hier. Selbst Monster brauchen Training, um stark zu werden. Ja, das ist halt so. Was will sie trainieren? Na, fürs Kämpfen natürlich. Und dann... Lassen wir sie gegeneinander in der Grube kämpfen. Du willst einen Bühnenkampf? Ja, dann red mit dem Kerl da in der Rüstung. Scheiße. Der blaugesichtige Kerl da mit dem gewinnbringenden Lächeln? Hä? Na, das ist der Verkäufer. Ich lache mich hier gerade selber kaputt, weil ich der Meinung bin, ich warte irgendwie, dass da was passiert und da passiert nichts. Nun, da sind ein paar sehr spezielle Items, dass wir fürs Training und für die Kämpfe der Bestien haben. Und er ist halt derjenige, der das Tauschgeschäft mit diesen Geräten betreibt. Du möchtest mit ihm noch früh genug reden. Nun, das ist sozusagen das Fleisch und die Knochen von ihm. Du wirst es sicherlich schnell verstehen. Keine Sorge. Oh, und da ist noch eine Sache. Aber die ist important. Also die ist wichtig. Die Zeit vergeht hier ziemlich anders. Magst du vielleicht eine unterschiedliche Dimension nennen? Wenn du vom Ende der Zeit... if you came from the end of time... Ja. Okay, das ist jetzt ehrlich ungewichtig. Das ist jetzt ehrlich gesagt unwichtig gewesen, weil wir soweit noch nicht da sind. Ich bin kein Freund von großen Spoilern, deswegen habe ich das jetzt einfach mal nicht übersetzt. Oh, wenn du von irgendwo anders rausgekommen bist, außer dem Ende der Zeit, dann können wir, dann können wir dich halt leider, nicht irgendwie, Ja, auf jeden Fall. Ha. Na, glaubst du, dass du ein Monster trainieren willst? Aber sicher. Okay, ich geb dir einen. Du suchst dir nur eins aus, was du haben möchtest. Der Orange hier, der hat eine Feueraffinität. Blau, Wasseraffinität. Gelb, Licht. Und Violett, Schatten. Sie sind momentan nur Smidges. Also, Mini-Mini-Monster. Aber, mach weiter. Such dir einen aus. Ja, aber jetzt ist die Frage, wen nehmen wir? Ich möchte ehrlich gesagt den Shadow Smidge haben. Take good care of it. Ja, dieses ist übrigens eine... Genau. Ah ja, und noch eine Sache.
Hier ist ein kleines Geschenk für dich. Das Monster Training Starter Kit. Du hast Slops, Flameclaw, Seafang, Duskai, Luxwing, Hawktailer, Shieldcloak und Feral Wrath bekommen. Diese Items in diesem Starter Kit sind alles, was du für eine Weile brauchst, um dein Monster zu trainieren. Zum Beispiel brauchst du musst du dem Monster ein Item geben, mit dem du es dann ausschickst zum Trainieren. Das Item, das du ihm gibst, wird auf jeden Fall die Ergebnisse des Trainings bzw. des Aufwands beeinflussen. Du kannst außerdem Items zu deinem Monster in einem Duell geben. Du weißt schon, dem kleinen Kritter aushelfen. Wenn du nichts mehr hast, dann kannst du es beim Händler da vorne kaufen. Also ich rate dir, lieber vorher aufzustocken. Oh, und ich glaube, ich sollte noch ein bisschen was über das Training erzählen. Wenn du dich entscheidest, ein Monster in eine Ära auszusenden fürs Training, dann musst du halt eine Ära auswählen. Wenn du es in unterschiedliche Äras schickst, wird es auch in unterschiedlichen Weisen wachsen. Natürlich kannst du es nur in Teilperioden senden, in denen du auch tatsächlich warst. Also wenn du ein Monster... wenn du möchtest, dass dein Monster irgendwie besser vorankommt, solltest du eigentlich in deinem Quest auch weiterkommen. Okay, dann schauen wir uns mal an, wie stark es ist. Au, das ist eigentlich so ziemlich interessant, weil das Ding hat momentan mehr Stats als ich. Wunderbar. Jedes Mal, wenn du einen genaueren Blick auf dein Monster werfen willst, dann sag mir Bescheid. Das ist dein erstes Mal hier, was? Das ist die Grube, ihrem Training geprüft werden. Willst du sehen, wie stark dein Monster ist, das du bereits herangezogen hast? Du kannst auf jeden Fall ein anderes Monster von unseren Monstern in einem Preismatch bekämpfen oder kannst jemanden in einen interdimensionalen Kampf via die S-Wireless Connection bekämpfen. Na, was sagst du? Willst du ein Monsterkampf betreten? Aber sicher doch. Aha. Okay, dann schauen wir mal. Best of luck to you. Ich möchte auf jeden Fall erstmal ein Prize Match machen. Die Sache ist, erstmal brauche ich ein kleines Tier, weil ich habe nicht das Geld. Yup. Die Sache ist, preparing an arena for battle. Oh shit. Ich nehme jetzt aber einen Seafang. Headbutt! Das hat gar keinen Schaden gemacht. Nein, au! Ich habe das Gefühl, das wird ein unschönes Ende nehmen. Ich sehe schon. Ich gebe euch mal einen kleinen Tipp. Es ist auf jeden Fall sehr hilfreich, und das ist jetzt kein Witz. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich hier, wenn ihr die DS-Version spielt, diese kleinen Arena-Kämpfe zu machen. Ich kann jetzt leider Gottes nichts machen, weil... Ich habe in diesem Sinne das Ding noch nicht trainiert, habe ihm noch keine Fähigkeiten beigebracht oder so. You cheater! You fucking cheater! Dann machen wir das auch nochmal. Slops. Ja, so ein bisschen healen. Also wenn er healen kann, dann kann ich erst recht healen.
Ich könnte euch ja auch jetzt zeigen, was ich hier irgendwie großartig auf dem Boardscreen habe, aber ich finde, das ist eigentlich relativ uninteressant für euch, oder? Also ich werde wahrscheinlich ein, zwei Mal während der, während des Projektes, aber ich werde ein paar Mal hier vorbeischauen. Die Sache ist, man kann im Early Game, kann man diese kann man anhand der Arena eine ganze Menge breaken. Das werde ich dann wohl nicht machen. Gewonnen! Jop, jop. Wer ist Jop, jop? Wir bekommen eine Padded Vest für unseren, wir bekommen eine Padded Vest. Diese Padded Vest, wie ihr seht, au. Nicht übel, oder? So. Natürlich können wir jetzt unser Monster auswählen. Wir möchten auf jeden Fall ihn mit Ferrarath losschicken und ihn für in die Middle Ages schicken. Ja, ja. Ferrarath erhöht die Chance auf einen Evolutionsschritt. Oh ja. Ja, tut dir nicht weh. Nein. Nein, 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 nein. So, nachdem wir das geklärt haben, ich sehe euch dann gleich wieder. Beziehungsweise ich sehe euch dann jetzt hier wieder. Und komischerweise mache ich jetzt hier einen ganz kurzen Schnitt. Und sehe euch dann wieder, nachdem ich dann die eigentlichen Teile dieses von Chrono Trigger für heute aufgenommen habe. Und dann schauen wir mal, wie stark unser Kleiner geworden ist. Und da bin ich auch wieder. Oh, exzellentes Timing. Dein Monster wird hier von seinem Training in jeder Sekunde wieder zurück sein. Dann zeige dich mein kleines, süßes Monster. Oh, du bist immer noch klein, hässlich und blau. Oder violett. Du bist aber ganz schön gewachsen, mein Freund. Oh, ganz schön. Wow. Ich bin erstaunt. So, gucken wir uns einmal an, was dieser kleine Kerl zu verkaufen hat. Wie man logischerweise schon hätte denken können, hat er die gleichen Sachen zu kaufen, die wir in diesem Sinne sogar schon dachten, dass er sie hätte. Mech. Testen wir mal den kleinen, Nein, was ist das denn? Wusstest du schon von der Monster-Affinität, ja? Aha. Interessant. Ich glaube, ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal reingehen, indem wir in ein Price-Level-Match gehen. Und ich bleibe auf Tier 1. Dazu ist mein Monster diesbezüglich einfach noch nicht gut genug. Woanders irgendwie reinzugehen. Ihr hört das irgendwie komischerweise jedes Mal, wenn ich dann was anderes sage. Wenn ich ein wenig weiter weg bin vom Mikrofon. Ah, das hört ihr. Doch, doch. Ja. Au, das hat ja weh. Das hingegen gar nicht. Headbutt! Wie schnell der schon am Heilen ist. Ja, ja. Ich glaube, ich werde dann mal einen kleinen Tier, beziehungsweise einen kleinen Gamefacts. Wo müsste ich denn ja wohl? Ja. Ich glaube, ich werde eine kleine Gamefacts Seite beziehungsweise zu euch hinpacken, womit wo ihr dann sehen könnt, was ihr dann tatsächlich hier irgendwie alles früh gewinnen könnt. Hm.
Das werde ich machen. Hammerarm! Ein Item, das wir leider Gottes noch nicht benötigen können, beziehungsweise noch nicht können. Beziehungsweise benutzen können. Unabhängig davon sehe ich euch dann komischerweise in der nächsten Folge von Chrono Trigger.